willkommen zu unserer heutigen Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir thematisch einsteigen in die Rolle und die Struktur und den Aufbau unseres Nervensystems und was wir aus der Veränderung der Struktur und des Aufbaus unseres Gehirns über Veränderungen in unserer Wahrnehmung und im Verhalten lernen können. In dem Referat zur heutigen Sitzung sollte es um das Kapitel 6 aus unserem Lehrbuch Biologische Psychologie von Rainer Chandri gehen, um die Aufteilung und die Struktur des Gehirns. Jetzt hier im zweiten Teil dieses Seminars wollen wir uns ganz kurz nochmal mit den Untersuchungsmethoden beschäftigen. Das hatten wir in der letzten Woche ja schon gemacht, dass wir uns diese unterschiedlichen Methoden angeschaut haben, wie wir unser Nervensystem, unser Gehirn untersuchen können. Und heute wollen wir dann nochmal ganz kurz auf die Alzheimer-Demenz eingehen, das hatten wir ja letzte Woche schon, und uns dann im Weiteren anhand von einem wissenschaftlichen Artikel von Romero anschauen, wie wir denn funktionelle Untersuchungen in neurologischen Fallstudien verwenden können. Das Ziel der heutigen Sitzung ist, dass Sie die Struktur unseres zentralen Nervensystems kennenlernen. Dabei sollten Sie einen Überblick über die einzelnen Funktionen und einzelnen Teile unseres Nervensystems bekommen. Wenn Sie also in einer Klausur ein solches Bild sehen, dann sollten Sie in etwa benennen können, wie die einzelnen Teile unseres zentralen Nervensystems heißen. Also Sie sollten grob wissen, in welche unterschiedlichen Lappen ich unser Großhirn einteilen kann. Und Sie sollten auch grob wissen, wenn wir uns hier die tiefen Hirnstrukturen anschauen, wie heißen die einzelnen Teile, wie heißen hier diese einzelnen funktionellen Einheiten und ganz grob, welche Aufgabe erfüllen denn diese funktionellen Einheiten. Wir werden diese einzelnen funktionellen Einheiten, diese einzelnen Gehirnbereiche in den nächsten Sitzungen dann auch noch genauer besprechen. Wenn wir uns mit den einzelnen Sinnessystemen beispielsweise beschäftigen, dann werden wir uns eben über ganz bestimmte Teile von unserem Gehirn unterhalten. Deswegen wäre es gut, wenn Sie so diese Einteilung, diese funktionelle und strukturelle Einteilung unseres zentralen Nervensystems im Hinterkopf behalten und dann auf jeden Fall wieder aktivieren. In der letzten Woche hatten wir uns ja schon mit der Alzheimer-Demenz beschäftigt. Da hatten wir uns ja kurz angeschaut, wie denn eigentlich bei der Alzheimer-Demenz funktionelle Veränderungen und strukturelle Veränderungen Hand in Hand gehen. Sie erinnern sich vielleicht nochmal, da hatten wir diese strukturellen Veränderungen an Zellorganellen kennengelernt, nämlich zum Beispiel diese Verklumpungen der Strukturproteine in einer Zelle, diese Neurofibrillen, die sich dann zu Verklumpungen zusammenschließen, die dann dazu führen, dass Nervenzellen hier absterben. Und diese absterbenden Nervenzellen, die werden dann in sogenannten Plaques abgelagert. Das sind tatsächlich Ablagerungen im Gehirn, die totes Gewebe enthalten, die sich dann strukturell ausbauen. Die Kardinalsymptome der Alzheimer-Demenz sind ja zuerst mal Gedächtnisstörungen, dann Orientierungsstörungen und im Nachgang dann auch Veränderungen in der Persönlichkeit. Und die Ursachen für diese Veränderungen, die vermuten wir eben in diesen strukturellen Veränderungen an einzelnen Nervenzellen, die sich dann eben auch auf die Struktur des ganzen Gehirns ausbreiten. Wir können uns also anschauen, wie hängen denn möglicherweise die Symptome der Alzheimer-Demenz mit den strukturellen Veränderungen zusammen. Und wenn wir uns da nochmal anschauen, dieses Bild hatten wir letzte Woche schon kennengelernt, die Veränderungen der Struktur in unserem Großhirn, dann sehen wir hier, beim Alzheimer-Patienten in der unteren Reihe, dass sich hier die graue Substanz im Großhirn, dass sie hier reduziert ist, also sie atrophiert. Hier sterben also Nervenzellen in der grauen Substanz tatsächlich ab. Und ganz wichtig hierbei sind hier an der Unterseite der Temporallappen zwei Strukturen. Wir sehen also hier unseren Temporallappen. An der Unterseite des Temporallappens, da finden wir eine Struktur, die ist ganz zentral für unser Gedächtnis, unseren Hippocampus. Und dieser Hippocampus, den werden wir im Laufe dieses Seminars noch ganz häufig besprechen. Das ist eine ganz zentrale Struktur als Eingangsstruktur in unser Gedächtnis. Und das ist auch eine Struktur, da finden wir bei der Alzheimer-Demenz einen sehr starken Abbau von Nervenzellen. Das heißt,
Wir finden hier bei der Alzheimer-Demenz eine Reduktion von neuronaler Substanz in einer Gehirnstruktur, die ganz zentral ist für unser Gedächtnis. Das heißt, dadurch können wir diese Gedächtnisausfälle, diese Gedächtnisstörungen, die wir bei der Alzheimer-Demenz sehen, aufgrund von strukturellen Veränderungen erklären. Also hier können uns also strukturelle Veränderungen, plastische Veränderungen in unserem Nervensystem helfen, die Symptome eines klinischen Bildes zu erklären und genauer zu verstehen und dann auch möglicherweise hier therapeutisch einzugreifen. Und genau diesen Ansatz, dieses Zusammenspiel aus neuropsychologischen, neurologischen und funktionellen Untersuchungen und eben klinischen Studien wollen wir uns jetzt mal in diesem Artikel von Romero von 2002 anschauen. Dieser Artikel hat den Titel Investigating Cognitive Neuroplasticity in Single Cases, Lessons Learned from Applying Functional Neuroimaging Techniques to the Traditional Neuropsychological Case Study Framework. Also, es geht hier also um die Unterstützung von Einzelfallstudien mit neurowissenschaftlichen funktionellen Bildgebungsmethoden. Dieser Artikel, der ist relativ wichtig, falls Sie einmal in Ihrem späteren Berufsleben in einer neuropsychologischen Praxis oder einer neuropsychologischen Klinik arbeiten wollen. Denn hier geht es in diesem Artikel sowohl um Diagnostik als auch um Verlaufsprognose, also genau die Aufgaben, die Sie als klinischer Neuropsychologe in einer neuropsychologischen Klinik dann erfüllen. Da werden Sie eben Patienten sehen und müssen dann bei diesen Patienten eben untersuchen, wie verändert sich der Zustand, wie verändert sich das klinische Bild bei diesen Patienten über die Zeit und mit welchen Methoden können Sie diese Veränderungen quantifizieren, erfassen und untersuchen. Wollen wir uns zunächst mal den Abstract von diesem Artikel anschauen. Der Abstract von so einem wissenschaftlichen Artikel, der kann immer schon mal als erste Orientierung dienen, was wir denn von so einem wissenschaftlichen Artikel erwarten können. Das werden Sie in Ihrem weiteren Studium, in Ihrer weiteren sowohl beruflichen als auch wissenschaftlichen Karriere immer wieder haben. Sie werden ganz, ganz viele wissenschaftliche Artikel lesen müssen und um jetzt nicht immer gleich die ganzen 20 Seiten von so einem wissenschaftlichen Artikel zu lesen, können Sie sich erstmal auf den Abstract konzentrieren. Denn in diesem Abstract sollten die zentralen Begriffe und die zentralen wichtigen Schlüsselwörter und Kennwörter hier schon auftauchen, verwenden. Und so können Sie diesen Abstract dazu verwenden, so diesen ganzen Artikel schon mal einzuordnen und sich zu überlegen, ist der für meine aktuelle Fragestellung relevant? So steht beispielsweise hier in diesem Abstract, werden schon die großen Schlüsselwörter genannt, mit denen sich diese Studie beschäftigt. Hier geht es um Case Studies, also um Einzelfallstudien. Bei diesen Einzelfallstudien wird sich Neuroplastizität, also die plastischen Veränderungen in unserem zentralen Nervensystem, betrachtet. Es werden Patienten mit gematchten, also mit vergleichbaren Kontrollprobanden verglichen und hier wird anhand von Neuroimaging, also der funktionellen Bildgebung, die wir letzte Woche kennengelernt haben, der Verlauf einer Erkrankung nachvollzogen und untersucht. Und dieses Vorgehen dieser Verlaufskontrolle der Veränderung im Verhalten und der neurologischen Aktivität bei Patienten wird hier exemplarisch an zwei Patienten gezeigt. Schauen wir uns also zunächst mal die Einleitung an. Und jetzt hier in dieser Einleitung, da haben wir jetzt eben schon die Fragestellungen, mit denen Sie sich jetzt beschäftigen sollten. Das ist Ihr Arbeitsauftrag an Sie in dieser Sitzung. Beantworten Sie diese Fragen, die wir jetzt hier an diesen Artikel stellen. So haben wir in der Einleitung, zu Beginn von diesem Artikel, werden hier unterschiedliche Konzepte genannt. Das erste Konzept, das hier genannt wird, ist die Neuroplastizität. Hier die Aufgabe für Sie ist, überlegen Sie sich, schauen Sie es in dem Artikel an, was ist denn Neuroplastizität? An welchen Spezies wurde das in der Vergangenheit untersucht? Also was sind so die klassischen Spezies, an der eigentlich neuroplastische Prozesse untersucht wurden und wie kann man das jetzt hier auf den Menschen übertragen. Und dann werden hier in dieser Einleitung zwei Untersuchungsparadigmen
beschrieben. Das erste ist der Case Study Framework oder Comparative Framework. Hier ist die Frage, was wird hier normalerweise für einen Vergleich getroffen? Also welche Vergleiche treffe ich hier in diesem Case Study Framework? Und der zweite Ansatz, der hier beschrieben wird, ist der sogenannte Online Approach. Und hier ist jetzt die Frage, wie verbessert oder welche Veränderungen zeigt dieser Online-Approach gegenüber dem Case-Study-Framework? Welche Vergleiche werden hier gezogen? Und welche Verbesserung bringt dieser Online-Approach möglicherweise? Im weiteren Verlauf der Einleitung finden wir dann den Unterabschnitt Neuroimaging Studies of Neuroplasticity. Und hier werden unterschiedliche Arten von Neuroplastizität beschrieben, die sich unterscheiden. Hier auch wieder der Arbeitsauftrag an Sie. Überlegen Sie sich, schauen Sie in den Artikel rein, wie sich denn diese unterschiedlichen Arten von Neuroplastizität unterscheiden. Und hier auch dann eben die Frage, auf welche Funktionen beziehen die sich? Wir haben hier zwei Funktionen, einmal Skill Learning und einmal Functional Recovery. Und Ihre Aufgabe ist jetzt herauszufinden, was denn bei Skill Learning passiert, worauf bezieht sich Skill Learning, also und worauf bezieht sich diese Functional Recovery, was ist mit dieser funktionellen Erholung gemeint? Und dann wollen wir uns hier jetzt zwei Fälle anschauen, einmal den Fall des Patienten GK und einmal den Fall des Patienten JS. Den Fall des Patienten finden wir auf Seite 357 bis Seite 359 und wir sehen hier schon mal das MRT-Bild von diesem Patienten. Und jetzt haben Sie ja im Referat bzw. im Buchkapitel gelernt, für welche Aufgabe, welcher Bereich des Gehirns verantwortlich ist, welche Aufgabe hier möglicherweise verarbeitet wird. Jetzt können Sie sich schon mal überlegen, aus dem MRT-Bild, da sehen wir jetzt ja, wir haben es ja letzte Woche kennengelernt, wie so ein T1-gewichtetes MRT-Bild aussieht. Schwarz in so einem T1-gewichteten MRT-Bild ist immer Flüssigkeit, ist immer Wasser. Hell in so einem T1-gewichteten MRT-Bild, da ist neuronale Struktur. Und wir sehen jetzt hier also, auf der einen Hemisphäre, da haben wir noch unser Gehirn vorhanden, da sehen wir in hell noch die Struktur des Gehirns. Auf der anderen Hemisphäre, da sehen wir so einen großen schwarzen Fleck, da ist ja möglicherweise also die neuronale Struktur abgestorben, abgebaut worden und mit Zerebrospinalflüssigkeit aufgefüllt worden. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, wenn ich hier so eine linksseitige, relativ große Läsion habe, welche Symptome könnte dieser Patient möglicherweise haben? Welche Funktionen sind hier links auf der linken Hemisphäre möglicherweise vor Ort? Wir können uns also hier dieses MRT-Bild vom Patienten GK anschauen und überlegen, welche Symptome von diesem Patienten können denn möglicherweise aus dem MRT-Bild erklärt werden. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, dass dieser Patient GK seine sprachlichen Fähigkeiten wiedererlangt hat. Und die Frage ist hier, wie kann man dieses Wiedererlangen der sprachlichen Fähigkeit erklären? Bei dem Fall GK, bleiben aber noch Fragen offen. Welche Fragen werden hier im Artikel genannt? Welche Fragen können wir bei diesem Patienten noch nicht beantworten? Welche Fragen bleiben hier tatsächlich noch offen? Als zweiten Fall lernen wir den Fall JS kennen. Den finden wir im weiteren Verlauf des Artikels auf Seite 359 bis Seite 361. Auch wieder hier die Frage, welche Symptome zeigt denn der Patient JS? Auch hier sehen wir wieder ein strukturelles MRT und dann in der Zeile drunter, da sehen wir eine funktionelle Aufnahme, nämlich funktionelles MRS, Magnetresonanzspektroskopie. Auch wieder hier die Frage, können die Symptome von dem Patienten JS aus dem strukturellen MRT erklärt werden? Finden wir hier strukturelle Veränderungen, die diese Symptome beim Patienten JS erklären können. Und dann die zweite Frage dazu ist, was misst denn eigentlich das MRS? Was ist denn eigentlich Magnetresonanzspektroskopie? Was ist hier das Maß, das erhoben wird? Und kann
können Veränderungen in diesem Maß, das mit der Magnetresonanzspektroskopie erhoben wird, die Symptome unseres Patienten JS erklären. Hier betrachten wir eben vor allem zwei Areale, hier im Parietal. Auch wieder hier die Frage, welche Aktivität zeigt sich denn bei den Patienten JS im Vergleich zu Kontrollprobanden? Also was ist hier tatsächlich funktional verändert? Und können wir aus dieser funktionellen Veränderung die Symptome bei diesem Patienten JS erklären? Also welche Symptome hat er? Und können wir aus der Veränderung im Vergleich zur Kontrollgruppe erklären, warum JS diese Symptome zeigt? Sie sollten jetzt also nach dem Referat über das Buchkapitel und nach der Lektüre unseres wissenschaftlichen Artikels eine grobe Ahnung davon haben, welche Aufgabe die einzelnen Bereiche unseres zentralen Nervensystems haben, wie die heißen und wie wir aus der funktionellen Veränderung dieser Bereiche, also der plastischen Veränderung, ganz bestimmte Veränderungen in unserer Wahrnehmung, in unserem Handeln, unseren Fähigkeiten erklären können. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir uns mit dem peripheren Nervensystem, hier vor allem mit dem sympathischen und parasympathischen Nervensystem auseinandersetzen.